Hallo, am Schluss des Videos zeige ich, wie man jeder gratis, problemlos sofort das Coronavirus und jede anderen Viren für immer aus seinem Leben beseitigen kann und definitiv immun dagegen wird. Aber kommen wir zu Merkel. Merkel will 525 Millionen Euro, die sie aus Steuergeldern vermutlich stiehlt, den Leuten wegstiehlt, gegen das Coronavirus, im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung stellen. Ich sage ja, diese kriminellen Politiker, Merkel und die meisten anderen Regierungen der Welt, die können nicht mal einen Kaugummiautomaten bedienen, denen wurde das Hirn gefressen durch Korruption. Sie wird damit überhaupt nichts erreichen, außer die Agenda der totalitären Deep State-Typen, die dahinter stecken, um die Menschheit weiterhin in Angst und Schrecken zu halten. Und jetzt komme ich zu meinem Mittel gegen das Coronavirus. Schmeiß den Fernseher raus und schalt das Radio ab und lies keine Mainstream-Medien. Lass dir nicht Angst einjagen. Dann hat das Coronavirus keine Chance. Niemand hätte es bemerkt ohne die Medien und ohne diese kriminellen Terrorpolitiker. Wäre einfach eine Grippewelle durchs Land gezogen, mehr nicht. Und wie du sogar eine Grippewelle oder wie gesagt jedes vermeintlich bedrohliche Virus definitiv loswerden kannst. Viren, wie sie meinen, dass es sie gibt, gibt es so nicht. Aber was es gibt, ist in einem Milieu von Angst. Wenn du in Angst lebst, statt im Vertrauen und Liebe zu Gott, wenn du in Angst lebst, dann produziert dein Körper zellschädigende Programme und Chemikalien. Und wenn man das dann untersucht, stellt man dann Teilchen fest, wie das, was man als Coronavirus oder Influenzaviren durchgibt. Das sind aber nur Teilchen, die in diesem Prozess der Zellzerstörung entstehen. In diesem Fall, wenn es die Lungen angreift, hat das eigentlich immer mit Angst zu tun. Also, wenn du aus diesem Modus von Angst kommst in einen Modus der Anbetung und Liebe zu Gott, dann hat kein Virus eine Chance und kein destruktives Programm von außen auch nicht. Dann bist du immun gegen alle sogenannten Infektionskrankheiten. Dieser Tipp ist gratis und war schon immer da. Gott hat dieses Wissen bereits in deine Atome hineingegeben, nicht nur in die DNA, in die Atome hineingegeben. Du kannst dieses Wissen abrufen, indem du anfängst, Gott anzubeten und sich auf Gott zu fokussieren. Jesus ist König. Er hat bezahlt. Er hat den Fluch auf sich genommen am Kreuz und er ist auferstanden. Soweit.